Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen jetzt zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Video. Im heutigen Video geht es um eine Sache, die jetzt mit Modern Warfare 3 dazugekommen ist, mit dem man Waffen wirklich komplett umbauen kann oder zum Beispiel eben auch Waffen, die eigentlich eher langsam sind, komplett schnell werden lassen können. Das aktuell beliebteste Umbaukit in Modern Warfare 3 ist definitiv die Renetti. Standardmäßig sieht die Waffe so aus, ist eine klassische Pistole, schießt auch Einzelschuss, aber wir sehen hier unten auch das Umbaukit und haben hier zum Beispiel in dem Fall das Jack Pharoah City Karabiner-Kit. Wenn man das Ganze allerdings ausrüstet, ist die Renetti tatsächlich vollautomatisch und wird dazu einem kompletten Monster auf Close Range. Die Renetti hat nicht das einzige Umbaukit in der Beta, sondern zum Beispiel auch für die PKM gibt es ein Umbaukit. Und dieses Umbaukit macht die PKM aus einer Waffe, die wirklich sehr langsam ist, zu dem hier. Boah. Wie stark das Ganze sein kann, werde ich euch jetzt direkt noch zeigen. Bevor wir jetzt loslegen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, über Modern Warfare 3 die neuesten Updates, abonniert den Kanal. Jetzt gehen wir rein ins Gameplay mit der umgebauten PKM SMG. Let's go. Also, vom Gefühl her hatte der Dude gerade eine SMG. Aber ich hatte ein LMG, was gefühlt 10-mal so groß ist eigentlich und vom Movement konnte ich mich fast gefühlt cleaner bewegen als er, also das ist schon wirklich insane, was diese ganzen Waffenmodifikationen dann wirklich mit den ganzen Waffen ausmachen können. Boah, also es ist irgendwie so ein, es ist einfach ein leichtes Maschinengewehr, nur dass es halt komplett insane ist. Komm raus, komm raus, komm raus. Und gefühlt halt einfach nicht nachladen muss. Weil es einfach viel zu mobil ist. Ich sehe nichts mehr. Hinlegen, erstmal eine halbe Stunde nachladen, wichtig. Sind das alles Gegner? Das waren wirklich alles Gegner. Schade. Ich meine, wir kennen das Ganze mit diesen Modifikationen ja schon mit der Renetti. Die wird ja gefühlt, wenn man ja die Waffe dann wirklich auf Max-Level hat, mit dem richtigen Magazin, mit den richtigen Aufsätzen, gefühlt zu der besten SMG. Und ist halt auch jetzt schon, ich habe sie nicht mehr auf Max-Level, trotzdem einer der besten SMGs, die man so spielen kann. Und ich glaube, das könnte auf jeden Fall auch speziell für den Warzone-Modus sehr interessant werden, wenn man halt wirklich auch so einige Waffen, die viel Damage haben, eigentlich sehr langsam sind, dementsprechend aber wirklich gut umbauen kann. Gut umbauen können. Boah, es macht gerade echt Spaß damit. Ich mache irgendwie die ganze Zeit Kills. Muss aber gefühlt nie nachladen, das ist halt das Ding. Wenn ich einmal nachladen muss, ist ein Problem. Da muss dann wirklich erstmal safe stehen, erstmal ein bisschen. Aber sonst wirklich insane. So, komm her. Ah, er sniped mich natürlich. Komm, zeig's mir. Zeig's mir. Oh, snipen, by the way, auch wirklich eine Sache, die auch wirklich Spaß macht. Natürlich, es wird wieder sehr nervig sein, glaube ich, generell. Wenn man irgendwie auf Streak One-Shot sniped wird und so. Aber trotzdem vom Grundprinzip, in meinen Augen, Snipen hat natürlich auch so ein bisschen seine Daseinsberechtigung generell. Und genau diesen Satz werde ich wahrscheinlich auch mit Karma bereuen müssen, wenn ich irgendwie auf Streak kurz vor einer Nuke oder so One-Shot-Snipe werde. Was passiert hier? Hallo? Hallo? Schade. Ich meine auch die Renetti hier, die ich hier in der Hand habe, ist eigentlich standardmäßig eine 3-Schuss-Waffe, die auch okay ist, ganz standardmäßig, ganz gut ist, also wie man sie normal spielt, aber mit diesem Aufsatz halt gefühlt nochmal 10-mal besser wird. Und ich bin sehr gespannt, was wir da so noch alles bekommen werden. Denn da könnte es, wie gesagt, gameplaymäßig einiges, speziell bei Waffen, die man jetzt nicht so normalerweise so spielen würde, auch ändern. Was die Waffen vielleicht sogar zu Meta-Waffen machen könnte. Schaffe ich das? Komm. Ah. Das Snipen ist ja echt. Ich lass doch einfach los. Schade. Ich muss auf jeden Fall nochmal Danke sagen für den Support. Die letzten, speziell Tage. Die Beta-Videos kommen wirklich gut an. Ja, die Streams machen sehr viel Spaß. Ich merke auf jeden Fall, ihr habt Lust auf das Ganze. Ihr habt Lust auf Modern Warfare 3, auf den neuen Content. Und was ich auch noch, erwähnen muss, diese ganzen, in Anführungszeichen, Live-Commentaries, die ich jetzt so die letzten Tage so ein bisschen versucht habe, ein bisschen wieder in den Vordergrund zu rücken, in denen jetzt nicht nur Stream-Gameplays gezeigt sind, sondern halt auch wirklich auch mal separat nur für YouTube erspieltes Gameplay und Live-Commentaries, kommt auch wirklich ganz gut bei euch an. Wenn ihr das feiert, lasst natürlich gerne wieder einen Daumen nach oben, da ich muss sagen, ich habe auch wirklich sehr viel Spaß dabei, die ganzen, ich bin nett, schade. Ich muss wirklich sagen, ich habe auch sehr viel Spaß, solche Videos aufzunehmen, jetzt nicht nur On-Stream-Content zu machen, wird natürlich auch weiterhin kommen. Ist natürlich auch logisch, da wir auch einiges an Gameplay, speziell im Warzone-Modus,
On-Streamer spielen, weil wir natürlich jetzt nicht aufhören zu streamen, sondern ja, einfach so ein bisschen mehr diesen Off-Stream-Content extra für YouTube ein Video aufnehmen. Fühle ich persönlich auch. Gibt es heutzutage nicht mehr so oft tatsächlich. Kommt, glaube ich, auch ganz gut an. Deswegen lasst mir gerne mal Feedback da, was ihr davon haltet. Let's go. Ach, Digga, dieser Wächter ist wirklich eine Frechheit. Ich werde von diesem Sound heute träumen. Ich kann das nicht mehr. Die Kommentare generell über das Matchmaking-Thema sind aktuell wirklich sehr wild. Die Meinungen sind sehr verschieden und im Endeffekt abschließend dazu nochmal zu sagen, am besten ist eigentlich nur, wenn man auf sich selber schaut, einfach zockt und einfach seinen Spaß hat, so wie man das Spiel am liebsten spielen will. Das, was wir eigentlich alle wollen, ist doch eigentlich nur Spaß haben und ein bisschen Call of Duty zocken. Und teilweise, was ich da in den Kommentaren gelesen habe, war schon wirklich sehr wild. Aber ja, ich glaube, das ist halt auch einfach die COD-Community. Da magst du auch nichts mehr. Das ist insane. Das ist einfach insane. Habe ich jetzt gefühlt 10.000 Mal schon gesagt, aber ist mir egal. Ich mache halt for real auch gefühlt die meisten Kills einfach mit dieser Drohne. Ich werde jetzt alle umlaufen. Die werden nichts dagegen machen können. Oh, es ist so schön. Es ist so schön. Alles gut, nichts passiert. Generell wird das wahrscheinlich jetzt erstmal so das letzte Video, was ich aufnehmen kann in der Modern Warfare 3 Beta sein, das ja, jetzt halt auch bald vorbei ist leider. Aber ich hatte wirklich sehr viel Spaß, die Videos sind gut angekommen, das Movement, die Waffen, alles habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Sehr, sehr clean, sehr, sehr cool und deswegen bin ich natürlich auch sehr gespannt auf diesen kompletten Full Release, was da alles noch verbessert wird, was da vielleicht auch eventuell verschlechtert wird in unseren Augen. Oh. Es macht einfach Spaß. Ja, das Thema, was das Game potenziell natürlich noch groß zerstören kann, werde ich jetzt nicht mehr ansprechen. Haben wir jetzt, glaube ich, 10.000 Mal gemacht. Aber, ja. Boah. Hey, hello. Hello. Das wäre es langsam von dem Video. Ich glaube, man hat sehen können, dass man durch diese neuen Umbaukits, die es anscheinend für die ein oder andere Waffe geben wird, auch aus Waffen wie zum Beispiel einer PKM oder wie sie Ingame heißt Pool MJ. Es tut wirklich alles weh. Wenigstens heißt die Renetti noch Renetti. Und wie zum Beispiel auch aus einer Renetti, die standardmäßig Burst schießt und eigentlich ganz okay ist, eine Waffe macht, beziehungsweise mit diesem Umbaukit eine Waffe ist, die halt wirklich komplett OP ist, einer der besten SMGs ist. Es wird gefühlt so eine MP9 aus damals Modern Warfare 3 und das ist eine wirklich komplett OP-Waffe. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze sein wird. Ich glaube persönlich, in MW3 wird es sehr stark. In Warzone könnte das Ganze auch sehr OP werden, dadurch, dass man halt sehr starke Waffen umbauen kann. Lasst mir eure Meinung in den Kommentaren da, lasst einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.